Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Pulp Cthulhu, herausgegeben von Pegasus Press. Und das ist ein Grundregelwerk, eine Ergänzung zu den normalen Regeln. Viel Spaß! Nach einem kurzen Inhaltsverzeichnis und einer Einführung in dieses Buch geht es dann auch direkt weiter mit Kapitel 1, und zwar Pulp Fiction. Hier wird dann erklärt, wo der Begriff Pulp überhaupt herkommt. Hier kann man es dann eben auch schon sehen, The All Story. Da ist dann auf diesem Cover ein Held, der dann ohne eine Bekleidung, eine richtige Bekleidung gegen einen Löwen kämpft. Sowas wie eine Rüstung braucht er nicht. Das ist so quasi die Ursprünge, und Lovecraft selber hat ja damals auch schon für solche Magazine geschrieben, hat er dann selber einige Ausbrüche, in denen er dann bei den Weird Tales ja andere Geschichten und dann mehr in dieses Horror-Genre gegangen ist. Aber eigentlich waren das dann ja diese typischen Heldengeschichten, die dann auf einem sehr günstigen Papier gedruckt worden sind, weshalb da sich dann auch dieser Name von ableitet. Daher kommt aber der Begriff Pulp, steht aber eben auch dann dafür, wie diese Helden dann agieren. Ich glaube, die meisten würden dann noch Conan kennen oder auch in Indiana Jones. Das wären so ganz typische Pulp-Helden, die sich dann gegen eine ganze Armee stellen können. Nur mit Peitsche oder Pistole oder mit einem Säbel bewaffnet kann man dann sehr viel mehr erreichen als die gegnerischen Feinde. Das so als kleiner Überblick, wo der Begriff des Pulp überhaupt herkommt. Ja, die Weird Tales hatte ich ja eben schon angesprochen. Auch da werden dann noch einmal die Magazine vorgestellt, für die dann Lovecraft geschrieben hatte. Auch die werden dann mit dem gleichen Papier bedruckt. Man möchte günstige Produkte anbieten. Ja, Kapitel 2 beschäftigt sich dann mit der Erschaffung von den Pulp-Helden. Das läuft eigentlich relativ ähnlich zu den normalen Investigatoren, zu den normalen Ermittlern aus dem Grundregelwerk, nur dass dann hier einige Attribute ein bisschen anders berechnet werden, die Spielwerte von diesen Pulp-Helden mit den Pulp-Talenten, damit man da eben, naja, auch sich mit einem Kronleuchter über die Decke schwingen kann, was dann eben ein Pulp-Held so macht. Ja, es gibt ein paar neue Pulp-Archetypen und daneben noch ein paar Berufe, die zusätzlich angegeben sind. Natürlich auch nochmal mit einer Beschreibung, was eben diesen Abenteurer jetzt ausmacht. Genau, wichtig, es handelt sich dann jetzt hier nicht um Investigatoren oder um Ermittler, sondern es sind wirklich Abenteurer, weil die ja eine ganze Menge mehr schaffen als der ganz normale Mann. Auch das Sterben ist ein bisschen schwerer, die geistige Stabilität sinkt nicht ganz so schnell ab oder regeneriert sich einfach ein bisschen mehr, genauso wie das Glück. Also wenn man da dann seine Glückspunkte benutzt, um den Charakter an der Schwelle zu halten, so dass er eben noch überlebt, dann wird sich dieses Glück wieder regenerieren, damit er dann eben nach und nach weitere coole Aktionen verbringen kann. Ja, es gibt noch ein paar Tabellen, damit man die Spielwerte ordentlich berechnen kann. Es gibt auch noch ein paar weitere Tabellen, zufällige Sachen, geistige Talente, die könnten dann ausgewürfelt werden oder mit einem sehr gnädigen Spieler, da kann man sich die auch aussuchen. Die geben dann Bonuswürfel auf bestimmte Sachen, das ist ganz nett. Das gibt dem Charakter auch noch vor der Generierung oder zur Generierung hin noch ein bisschen mehr Tiefe, dass es dann eben nicht einfach so ein farbloser Charakter ist, sondern der hat dann direkt schon so ein bisschen Flair, sag ich mal. Ja, nachdem man sich einen Beruf ausgesucht hat, darf man dann auch noch weitere Tabellen wälzen und da dann mit einem W10 würfeln, um die Hintergrundgeschichte weiter zu vertiefen. Was hat man für Elternteile oder warum hat man eine Person, die einem besonders wichtig ist, die könnte zum Beispiel entführt werden, damit man die dann eben heldenhaft rettet. Das nur als Ideen für einen Spielleiter, wenn er dann irgendwie, eine Gruppe von 4 verschiedenen Abenteurern hat. Da wird dann jeweils der liebste Teil entführt und die müssen die dann retten. Oder gehüteter Besitz, der dann eben verschwindet von irgendwelchen Dieben und man muss dann mitten in der Nacht losziehen, um dann die Spuren aufzunehmen. Das hilft dann sowohl den Charakter zu generieren, als auch dem Spielleiter, wenn er dann irgendwelche Abenteuer ersinnen möchte. Zudem gibt es noch eine kleine Tabelle auf der rechten Seite, die ist ganz nett, aber was ich eben besonders schön finde, ist, man kann sich seinen eigenen Pulp nochmal bestimmen, das Pulpometer, also selber festlegen, wie abenteuerlich es denn sein soll und wie sterblich oder nicht sterblich denn die Abenteurer sind, wenn man dann eben gegen den Cthulhuiden Horror zieht, wenn man dann eben sich eine Schrotflinte nimmt und dann mehrere Fischwesen umballert, umrotzt, was ja normalerweise bei Cthulhu nicht so der Fall sein soll, aber hier
hier könnte man das eben dann tun und bevor man dann irgendwie sich zuckend in die Ecke setzt und sich hin und her wiegt, könnte man hier eben dann seine Charaktere vertiefen, den Pulp anheben. Es gibt auch noch ein paar Organisationen, die dann der geneigte Held für sich vereinnahmen kann oder auch gegen die er arbeiten kann. Gibt dann eben den Vanguard Club, wenn man ja sich dem anschließen will, oder verschiedene andere Clubs, aber eben auch Organisationen, die gegen einen arbeiten. Und da ist mir besonders einer wichtig, den ich vorstellen will. Das ist die Ambrosia-Stiftung. Das ist ganz nett. Ich habe da gesehen, dass die sich mit so ein bisschen die Wissenschaftler, Cthulhuide Wissenschaftler, die beschäftigen sich dann mit nicht-euklidischer Mathematik. Das fand ich ganz nett. Man kann da eben auch Alchemie oder sowas studieren. Das ist dann ein Gegner, eine schurkische Kabale, und da dürfen sich die Spieler nicht anschließen. Aber das ist eben so eine kleine Organisation, die dann wissenschaftlich gegen die Helden arbeitet. Könnte. Es gibt dann noch die Malteser Tiger. Das ist so eine Art Gentleman Club, wo dann ein paar Jäger auf Mythoswesen Jagd gehen, und wenn man dann irgendwo in der Hohlerde oder so ist, dann könnte man, während man gerade gegen ein paar Schogotten kämpft oder so, könnte man dann gegen die oder mit denen arbeiten. Es ist so ein bisschen eine kleine Hassliebe, und dann wollen die eben den Schogotten für sich übernehmen, damit man den dann ausstellen kann. Irgendwie sowas könnte es werden. Das ist zumindest ganz nett, dass man an verschiedensten Orten auf der Welt auf diese Malteser Tiger treffen könnte. Fand ich super lustig. Ja, zu dem Spielsystem, zu den Veränderungen der Pulp-Cthulhu-Welt hatte ich ja ein bisschen was erzählt. Der Einsatz von Glück. Die Charaktere sind alle ein bisschen stärker, weil sie eben mit ihrem Glück nicht so haushalten. Besonders regeneriert sich ziemlich schnell wieder. Kann man natürlich eben auch wieder verändern, nach oben, nach unten anheben, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, warum man so eine Regel nach unten anheben oder nach unten absenken sollte. Weil, naja, wenn ich Pulp spielen will, dann will ich halt genau das, dass die Charaktere eben viel können, und dann muss ich eben diese Fähigkeiten nicht begrenzen, dann kann ich auch das ganz normale Cthulhu spielen und muss mir nicht dieses Pulp-Buch nehmen. Ja, natürlich wird auch nochmal der Kampf erklärt, aber ich hatte euch jetzt einfach nur mal diese Seite gezeigt wegen dem coolen Comic auf der rechten Seite. Von solchen Bildern würde ich mir echt mehr wünschen. Ich finde das ganz gut gelungen, und das passt hier auch super rein. Da kann man dann eben auch noch so einen Kultisten-Arzt erkennen, keine Ahnung, was der da gerade tut. Und einer von den Mooks, auch der Begriff wird hier nochmal in dem Buch erklärt, einer der Mooks, der dann dazwischen springt in den Schuss hinein. Wenn es dann zum Tod kommt, beziehungsweise wenn die Lebenspunkte auf Null sinken, dann kann man quasi den Helden trotzdem noch retten. Zumindest wenn man Würfelglück hat und die Kämpfe nicht allzu sehr lange dauern, dann könnte man eben den Charakter weiterhin noch retten. Und auch normalerweise müsste man dann ja viele Wochen im Krankenhaus bleiben. Hier regenerieren sich die Lebenspunkte deutlich schneller, sodass dann, wenn der Held gerettet sein sollte, weiter agieren könnte einer kurzen Pause im Krankenhaus oder nach einer sonstigen Behandlung. Ja, was bei dem normalen Cthulhu auch relativ schnell dazu führt, dass man in die Klapsmühle wandert, ist dann hier eben nicht ganz so wild. Auch hier die obligatorische Tabelle für den Wahnsinn, den Irrsinn, wenn man dann doch nochmal mit einer Wesenheit konfrontiert wird, die so schlimm ist, dass man es nicht aushalten kann, dann gibt es auch hier wieder eine Tabelle, die man benutzen kann, um zu gucken, was dann passiert. Zudem kann der Held durch den Wahnsinn, durch den Nachteil, einen weiteren Vorteil generieren und kann, wenn er Glück hat, weiterhin handlungsfähig bleiben. Durch den Adrenalinausstoß, der dann dazu führt, kann er noch einige andere Talente aktivieren, die er vorher noch gar nicht kannte. Finde ich auch ganz witzig, ganz nett, und da würde ich gerne mal drauf würfeln, wenn es dann zu einem Pulp-Abenteuer kommt. Ich glaube, das macht großen Spaß, dann diese Tabelle einmal zu zücken. Da würde ich mir am besten so ein kleines Bänzelchen reinkleben in das Buch, beziehungsweise so einen kleinen Post-it, damit ich die Tabelle finde und dann gleich direkt benutzen, um drauf zu würfeln. Ja, das ist das, was ich beim Grand Grimoire auch wieder kritisiert habe. Die Helden könnten eventuell, wenn der Spielleiter es will, auch mit Magie konfrontiert werden oder sie selbst benutzen. Sie können Mythosbücher besitzen, müssen dazu nicht unbedingt zu den oberen 10.000 gehören. Irgendwie werden die da schon rangekommen sein, oder so ein Buch liegt dann halt irgendwo rum auf dem Dachboden, kann man sich dann lesen und diese Zaubersprüche lernen, wenn man das denn wollte.
Und ja, die Zaubersprüche zu benutzen, auch das würde ich natürlich dann mit einem Abenteurer tun. Es gibt aber auch noch andere Talente. Man kann dann so Medien spielen oder Hellseher und die bekommen dann eigene Talente. Die starten dann nicht auf 1, sondern auf 0, aber kann man auch ganz normal dann steigern. Und wenn man dann an so einer Seance teilnehmen möchte oder die ausrichten will, dann wäre das zum Beispiel auch ein Abenteueraufhänger, wenn das der Spielleiter denn will. Oder man könnte Geister befragen, wenn man in so einer naja, Ermittlungstruppe ist. Wenn es dann ein Mordopfer gibt, dann kann man einfach mal die Kristallkugel fragen und den Geist beschwören, wenn das denn klappt. Was ich super cool finde, ist dann hier die Erfindung von verrückten Wissenschaftlern und was man da so erfinden könnte. Das sind jetzt nur Beispiele. Man kann auch andere Sachen selber erfinden. Die Regeln dazu stehen auf der vorderen Seite. Aber sowas wie ein Universalschlüssel, der in jedes Schlüsselloch passt, gibt dann zumindest erstmal eine Chance auf 40%. Aber so ein kleines Röhrchen mit manuell verstellbaren Zinken, Schlüsselbärten, finde ich schon ziemlich cool. Oder ein Handy bzw. tragbare Telefonie. Apparatur, wie es hier heißt, Todesstrahlen, Geisterdetektor, wenn man dann so Ghostbusters spielen will, Stimmenmodulatoren oder auch Linguistaphon, wo man dann alle Sprachen, zumindest alle irdischen Sprachen versteht. Ich finde das super cool, was hier so alles an Erfindungen rumgeworfen wird. Und wenn man dann so einen Daniel Düsentrieb als Palphelden spielen will, dann kommt man auf alle Fälle auf seine Kosten. Und ich glaube, das sorgt für viel, viel Spaß an so einem palpigen Abend. Dann geht es natürlich auch noch darum in Kapitel 7, wie leitet man solche Spiele, wie unterscheidet sich das von dem normalen klassischen Cthulhu? Da muss man natürlich auf ganz andere Szenen vorbereitet sein und das wird dann eben hier in diesem Kapitel erklärt. Ganz wichtig ist aber natürlich der Cliffhanger, wie soll das anders sein, wie man dann den Abend, den Spielabend beendet und dann, naja, eine Szene offen lässt, ob man dann nächste Woche weiterspielt oder das Abenteuer komplett endet ist, ohne dass man weiß, wie es jetzt ausgeht. Das muss in einem palpigen Abend immer so sein und wird dem Spielleiter hier auch unter anderem ans Herz gelegt. Ja, es folgt ein kleiner Überblick über die 30er Jahre. Die 30er Jahre sind dann eben diese Pulp-Cthulhu-Zeit. Da spielt man dann nicht in den goldenen 20ern, sondern wirklich in den 30ern, damit man dann eben auch schon die ersten Nazi-Begegnungen hat. Geht dann ja eben auch darum, dass man so ab 1933 dann wie Indiana Jones gegen die Nazis zieht und dann ihnen die Welteroberung zunichte macht, dass man so ja, ein paar Nazis einfach erschießen kann, natürlich dann auch in der Hohlerde oder in der Antarktis, irgendwelche Flug-UFOs vom Himmel holen kann mit den Todeslasern. Vielleicht kann man dann eben auch so eine Kampagne wie Berge des Wahnsinns da aufziehen. Also ist es unglaublich klamaukig. Hier wird dann eben nochmal ein 30er Jahre Überblick gegeben. Ob man den wirklich braucht, weiß ich nicht, aber er ist zumindest hier drin. Ja, wie soll das anders sein? Wir haben auch noch ein Kapitel mit den Superschurken. Ob das jetzt irgendwelche Alchemisten sind oder verrückte irgendwas. Man kann sich hier schon ziemlich an diesen James Bond-Bösewichten entlanghangeln. Ihr könnt euch das hier ansehen. Silas, Caravaggio oder der Jadekaiser. Der Jadekaiser ist natürlich auch so ein bisschen an Indiana Jones verknüpft. Man könnte da eben noch ganz viele andere Beispiele draus rannehmen, aber die werden dann hier auch vorgestellt. Jeder mit einer eigenen Geschichte, weil jeder gute Pulp-Held oder Pulp-Schurke braucht natürlich eine Agenda, damit er nicht einfach nur irgendein namenloser Typ ist. Ja, und die werden dann hier vorgestellt. Finde ich ganz lustig, was sie sich hier ausgedacht haben. Das Bild auf der vorderen Seite finde ich ein bisschen komisch, weil da sind, ich werde das einfach nochmal zeigen. Moment, ich gehe mal zurück. Hier, da kann man eben nochmal sehen, naja, es ist so ein wildes Sammelsurium von diesem Foto hier. Die sehen aus, als kämen sie aus allen verschiedenen Jahrhunderten. Der Jadekaiser passt dann noch irgendwie dazu und der Caravaggio mit seiner halben Maske sieht so ein bisschen aus wie von Phantom der Oper. Der passt dann noch irgendwie rein, aber die anderen wirken halt schon wie ganz normale Nauzeitschurken. Gerade die Person in der Mitte mit dem Vollbart. Weiß ich nicht genau, ob man so in den 30er Jahren rumgelaufen ist. Aber dann haben wir hier noch irgendwie einen Typ mit einer Schnabelmaske, ja, aus der Pestzeit, ja. Es ist viel durcheinander, finde ich. Auch eine Femme Fatale, die wir hier noch dabei haben. Naja. Mag jeder für sich selbst beurteilen, wie er dieses Kapitel 9 findet.
Ja, kommen wir zur Bewertung für das Grundregelwerk Zeichnung und Layout. 3,5 von 4 Punkten. Ganz generell bin ich mit dem Layout zufrieden, vor allem es ist in Farbe. Da schaut man sich nochmal den Preis an. Das Grundregelwerk kostet 30 € als Hardcover oder eben dann 20 als PDF. Naja, dafür, dass es in Farbe ist. Die Zeichnungen sind anfangs vielleicht ein bisschen lieblos. Es gab da diese eine Comic-Szene, die ich euch gezeigt hatte, die finde ich besonders gut. Aber dann auch gerade hinten in den Abenteuern gibt es wieder viele bunte Zeichnungen, die man dann eben auch als Bodenplan oder so benutzen kann. Das finde ich sehr gut. Vorne im Buch eher weniger, aber naja, gut, 3,5 Punkten werde ich hier geben. Redaktion und Struktur. Ich habe mir das angesehen. Ich finde, das wird hier wird wenig falsch gemacht. Ich kann hier keine Punkte abziehen. Da gibt es einfach wenig. Ich habe auch keine Rechtschreibfehler auf den ersten Blick gefunden. Auf den zweiten Blick findet man vielleicht auch noch welche. Von daher gebe ich hier auch 4 von 4 Punkten. Und wir kommen zu den Bonuspunkten. Da muss ich sagen, macht eine ganze Menge doppelt. Doppelt zum Grundregelwerk und zum Investigatorenkompendium. Das muss es natürlich auch, weil es irgendwie so ein das Buch muss eben auch alleine dastehen können, ohne dass man die anderen beiden Bücher hat. Von daher ist es halt richtig, dass man die aufschnappen muss. Und auch die Berufe werden noch ein weiteres Mal erwähnt, damit man sich die eben bauen kann. Beziehungsweise es werden noch ein paar neue Berufe dann noch dazu geschrieben für die Helden. Aber ich werde hier trotzdem einen von den 8 Punkten abziehen. Was anderes ist mir hier allerdings nicht aufgefallen. Also ich gebe hier dann die 7 von 8 Bonuspunkten. Vor allem, weil es eben auch noch 4 Abenteuer hier hinten drinne gibt, die dann gespielt werden können. Da muss man sich nicht selber ausdenken. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Abenteuer nachgeschoben, die man dann eben damit spielen kann. Dass es eben nicht nur diese 4 Abenteuer sind und dann der Schluss, sondern dass man da dann eben auch nochmal in die Hohlwelt oder so runter kann. Naja, natürlich ist das dann keine reine Empfehlung für alle, vor allem nicht für alle, die Cthulhu spielen wollen, denn es hebt sich halt deutlich ab. Es ist dann wirklich eher was, was man dann mal als Abwechslung spielen kann, wenn man dann irgendwann keine Lust mehr auf Horror hat, sondern dann wirklich so Abenteuer erleben will, aber dann nicht in der Fantasy-Welt, sondern in unserer ganz normalen Welt und dann auf den Spuren von Indiana Jones seine Abenteuer erleben will. Also für Freunde von Hollow Earth Expedition ist das auf alle Fälle was. Für den geneigten Horror-Enthusiasten eher weniger. Von daher ist es trotz der vielen Punkte nur eine bedingte Empfehlung von mir. Ihr könnt euch dann aber mit der Rezension euren eigenen Eindruck bilden und ich würde dann hier mit Preis pro Seite angegeben alles diese Rezension auch beenden und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.